Das ist eine 10€ Roblox-Karte und du kannst sie haben. Ich verlose übrigens nicht nur eine Karte und wie du gewinnen kannst, erkläre ich in diesem Video. Doch zuerst, hey Leute, ich bin's Conny und heute bin ich mal richtig spendabel. Denn in dem Video verlose ich nicht nur eine 10€ Roblox-Karte, sondern zwei. Es gibt heute für euch verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr das Video schaut, gratis von mir Robux zu bekommen. Die erste Möglichkeit erkläre ich euch jetzt schon. Ihr seht ja diese Roblox-Karte hier. Ich werde nämlich irgendwo in diesem Video einen Code einblenden. Vielleicht habe ich den schon eingeblendet, vielleicht blende ich den auch erst später ein. Der Code sieht ungefähr so aus wie der hier hinten drauf, nur dass er halt nicht so generisch ist, sondern ein richtiger Code ist. Und wenn ihr den Code gefunden habt, dann geht ganz schnell auf die Seite roblox.com/redeem, gebt den Code dort ein. Und wenn ihr die Ersten seid, dann bekommt ihr 10€ Roblox-Guthaben. Also passt ganz genau auf, schaut genau hin. Vielleicht habe ich das hier oben eingeblendet. Vielleicht steht's hier auf dem GUI drauf. Vielleicht steht's hier. Vielleicht kommt das aber auch alles noch und ihr müsst warten. Die andere Möglichkeit ist der Contest, über den ich jetzt reden werde. Denn ich starte heute einen Contest, bei dem ihr teilnehmen könnt, bei dem jeder teilnehmen kann. Und wenn ihr euch gut anstellt, könnt ihr von mir Robux gewinnen. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, ich habe schon öfters mal Videos gemacht über diese eine Obby, die sich selbst erzeugen lässt. Und das Interessante an der Obby ist ja, dass auf jedem Server neue Stages generiert werden, beziehungsweise die Stages neu angeordnet werden, sodass man immer eine andere Experience hat. Und ich dachte mir, ich bastel einfach mal so eine Obby zusammen, hau da noch ein Speedrun-Skript rein, dass die Zeit getrackt wird, wie schnell man die Obby schafft. Und derjenige von euch, der die Obby am allerschnellsten schafft, der bekommt von mir auch gratis Robux. Wie das genau aussieht, zeige ich euch gleich. Dafür gehen wir mal rüber in das Spiel. So, und das hier wär's dann. Das hier ist die Speedrun-Obby, aktuell noch in der Beta. Wenn ihr das Video seht, ist es natürlich komplett veröffentlicht und wird vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. Ich gehe da einfach mal rein und zeige euch, wie das Ganze aussehen wird. Und so sieht's hier drin dann aus. Ihr kommt hier rein, seht erstmal diese Obby. Euer Ziel ist es natürlich, nach da hinten zum Ziel zu kommen. Und das in der schnellsten Zeit geht. Hier oben seht ihr die Zeit, Fortschritt, Contest vorbei wird da nicht stehen. Da wird dann nämlich stehen, wie lange ihr noch Zeit habt, um den Rekord zu brechen. Weil so ein Contest muss ja auch irgendwann vorbei sein, damit man weiß, wer gewonnen hat. Und sofern nichts weiter dazwischen kommt, wird dieser Contest beendet am 11. Juni 2022 um 17.30 Uhr. Das ist ein Samstag und ich hoffe, dass ich an dem Samstag zu der Zeit livestreamen kann, dass ich dann live im Livestream das noch mitverfolgen kann, wer von euch gewinnen wird und euch dann den 10€ Roblox-Code zuzuschicken. Wie das aussieht, erkläre ich gleich. Ich zeige euch aber einmal, wie man die Obby macht. Das hier ist jetzt natürlich eine schlechte Zusammensetzung. Hier sind viele Stages, die dauern ziemlich lange. Ihr könnt natürlich so viel abkürzen, wie ihr wollt. Es geht natürlich darum, schnell zu sein. Das bedeutet, sobald ihr hier dieses Startpart berührt, fängt die Zeit hier oben an zu zählen. Los geht's. So. Und dann müsst ihr schnell sein. Dann müsst ihr solche Abkürzungen hier machen, um die Obby so schnell wie möglich hinter euch zu bringen. Aber ich kann jetzt schon sagen, das ist eine schlechte Zeit. Also damit können wir auf jeden Fall nicht den Rekord packen. Das wird nichts. So, hüpfen wir hier ran. Hier kommen wir außen rum. Hier kommen wir rauf und dann dadurch springen. So kann man ein bisschen abkürzen. Aber oh Gott. Na gut. Und wenn euch dann so ein Trip-Up passiert, dann könnt ihr unten einfach auf Reset drücken, dann kommt ihr wieder zurück zum Anfang, eure Zeit steht wieder auf 0. Huch, ich bin tot, Leute. Okay, und dann könnt ihr es doch mal von vorne machen, aber ich kann euch schon mal sagen, die Stages hier, die sind nicht gut, hier sind viel zu viele Stages dabei, die zu lange dauern und mit solchen Stages kann man den Rekord nicht brechen. Deswegen ist ein wichtiger Bestandteil dieses Contests auch, dass man immer wieder den Server wechselt. Und damit ihr nicht immer wieder auf denselben Server kommt, werde ich natürlich Private Server kostenlos machen. Wie ihr einen Private Server holt, zeige ich euch auch gleich nochmal. Erstmal versuche ich hier einen guten Rekord zu machen. Hier natürlich außen rumspringen ist schneller als zu raten. Und kann ich hier rum? Ah! Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich wollte zu viel, Leute. Ich wollte zu viel. Aber trotzdem, wenn ich hier bin, kann ich auf jeden Fall so machen. Und jetzt habe ich eine furchtbar schlechte Zeit. Guckt euch das an. 41 Sekunden. Wenn ich jetzt auf Reset drücke, dann seht ihr, der aktuelle Rekord liegt bei 22 Sekunden. Das zählt natürlich nicht zu dem Contest für die Robux dazu. Das hier ist doch der Beta-Contest. Die Gewinner hiervon werden wahrscheinlich hier so in einer Art Hall of Fame dargestellt werden, bis zumindest der nächste Contest gestartet wird. Aber hier auf dem Leaderboard könnt ihr dann sehen, wer aktuell in Führung ist und dann auch abschätzen, ob ihr das überhaupt schaffen könnt. Ich würde sagen, mit den 22 Sekunden ist Spy ziemlich gut dabei, weil solange das Ding hier in der Beta ist, gibt es keine Private Server. Aber wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt die Bestzeit nicht toppen, dann geht einfach nochmal neu in das Spiel rein. Am besten, ihr geht hier auf Private Server, holt euch einen, der wird kostenlos sein. Und wenn ihr dann neu hineingeht, dann werden die Stages nochmal neu zusammengestellt. Und mit etwas Glück sind sie dann etwas besser. Und ich kann sagen, das ist schlecht. Die Stage da hinten dauert viel zu lange. Ah, und hier sind ziemlich viele Stages, die einen aufhalten. Also, das hier wird auch nicht viel besser. Ich versuch's aber einfach mal. Mal gucken, ob ich jetzt, also schneller als 40 Sekunden werde ich auf jeden Fall schaffen. Das war ja, das war
war ja richtig schlecht bei der letzten Lobby mit den 40 Sekunden. Da waren viel zu lange Stages, aber das sind auch so lange Stages. Hier kann man einfach rüberhüpfen, um kein Risiko einzugehen. Ja, hier wollte ich jetzt auch kein Risiko eingehen. So, und hier nochmal rüberhüpfen und jetzt kommt wieder das Problem. Ich hasse diese Stage. Ja, genau deswegen. Ich schaffe es nie. Ich hänge immer fest und dann verliere ich Zeit. Aber obwohl ich hier gestorben bin, habe ich es dann 31 Sekunden geschafft. Das war schon mal besser. Und wenn ihr es dann geschafft habt, den Rekord, der hier ist, zu brechen, dann wird hier oben stehen neue Bestzeit. Also da wird auch stehen neue Bestzeit, wenn ihr den Rekord nicht gebrochen habt, sondern da steht immer, wenn ihr eure eigene Bestzeit getoppt habt. Natürlich nicht, wenn der Contest vorbei ist. Also wenn ihr das Video hier schaut und der 11. Juni 2022, 17.30 Uhr schon vorbei ist, dann steht bei euch auch Contest vorbei und dann werden keine neuen Bestzeiten mehr gespeichert. Dann sagt das Spiel einfach, nö, Contest ist vorbei, hier wird nichts mehr gespeichert. Aber wenn der Contest noch läuft, hier noch ein Countdown ist, wann der Content vorbei ist, dann werden eure Bestzeiten auch gespeichert und hier auf dem Leaderboard dargestellt. Und dann gucken wir uns natürlich an, wer gewonnen hat im Livestream. Wenn dann im Livestream der Contest vorbei ist, dann schaue ich mir das Leaderboard an, gucke. Falls ihr zum Beispiel cheatet, dann fällt das wahrscheinlich schon an der Zeit auf. Dann prüfen wir das mal ein bisschen genauer. Hier wird einiges mitgelockt. Aber wenn hier dann eine reale Zeit steht, wie zum Beispiel die 22 Sekunden, dann schaue ich in die Datenbank nochmal rein, was ist genau die Spieler-ID von dem Spieler, der auf Leaderboard 1 ist. Dann schicke ich euch auf Roblox eine Freundschaftsanfrage und ihr müsst mir dann auf Roblox entweder euren Discord-Namen, euren Gilded-Namen oder eure E-Mail-Adresse schicken. Weil im Endeffekt brauche ich eure E-Mail-Adresse, um euch den Roblox-Gift-Code zuzuschicken. Ich werde das nämlich ganz normal über das Roblox-Geschenkkartensystem machen, bei dem ich einfach meine E-Mail-Adresse und eure E-Mail-Adresse angebe. Und dann wird an eure E-Mail-Adresse der Gutscheincode für das 10-Euro-Guthaben geschickt. Ich kriege dann noch eine E-Mail, wenn ihr es bekommen habt oder eingelöst habt, damit ich auch Bescheid weiß, dass es bei euch angekommen ist. Und wie ihr den Code einlöst, steht dann auch in der E-Mail drin. Ihr müsst eigentlich nur auf roblox.com/redeem gehen, gebt da den Code ein und bekommt dann 10 Euro Guthaben. Ihr bekommt, glaube ich, dazu auch, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt dann immer noch läuft, weil das ist manchmal nicht, meistens schon, kriegt ihr dann noch ein exklusives Item. Ich glaube, bei Roblox ist es aktuell so ein Robux-Bag, den ihr auf den Rücken tragen könnt. Kann aber sein, dass bis dahin wieder ein neues exklusives Item draußen ist. Das werden wir ja dann sehen. Und dann bleibt ja noch eine weitere Sache offen. Und zwar die Verlierer des Contests. Weil es werden wahrscheinlich viele Leute mitspielen. Und wenn es nur einen Gewinner gibt, dann wäre das ein bisschen traurig. Deswegen werde ich versuchen, dem zweiten Platz auch nochmal 500 Robux auszuzahlen. Einfach über unser Gruppenguthaben. Warum sage ich versuchen? Ich sage versuchen, weil ich es nicht versprechen kann. Weil übers Roblox-Gruppenguthaben auszahlen geht nur, wenn ihr schon seit mindestens 2 Wochen in der Roblox-Gruppe drin seid. Und wenn ihr das nicht seid, dann kann ich euch auch keine Robux auszahlen. Und dann fliegt ihr automatisch raus. Abgesehen davon kann es auch immer sein, über das Gruppenguthaben verfügt ja nicht nur ich, sondern auch Roblox Victor und Felix. Und Victor und Felix, vor allem Victor, zwacken sich manchmal was aus dem Guthaben ab, um dann irgendwelche Videos zu machen, wo sie sich Gamepässe kaufen. Und wenn wir nicht genug Robux haben, dann geht das natürlich auch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir genug Robux haben werden und dass der zweite Platz dann sehr wahrscheinlich auch 500 Robux von mir bekommt und der dritte wahrscheinlich auch noch ein paar Robux. Je nachdem, wie viel Robux wir bis dahin haben, werde ich dann noch ein paar mehr Robux an die ganzen Teilnehmer ausschütten, die gute Zeiten gemacht haben. Das bedeutet, seid nicht traurig, wenn ihr den ersten Platz nicht schafft. Vielleicht schafft ihr den zweiten, dritten oder vierten Platz und bekommt auch noch was. Und vergesst nicht, wenn ihr nicht so gut in Obbys seid, nicht denkt, dass ihr es schafft, die Obby hier in einer Bestzeit zu meistern, dann könnt ihr immer noch nach dem Robux-Code suchen, den ich irgendwo hier einblende. Vielleicht habe ich den schon eingeblendet, dann müsstet ihr zurückskippen. Vielleicht blende ich den aber noch ein. Ich habe keine Ahnung, weil ich werde das ja während des Videoschnitts entscheiden, wo ich es einblende. Vielleicht werde ich hier das Start einfach erasen und dann den Robux-Code hinschreiben. Vielleicht schreibe ich es ins Leaderboard rein. Vielleicht ist es auch richtig offensichtlich. Vielleicht ist es aber auch nur ganz klein irgendwo. Ich weiß es nicht. Das werde ich, während ich das Video schneide, entscheiden. Der Code ist auf jeden Fall schon gekauft. Und ihr könnt den dann, wie gesagt, auf roblox.com/redeem einlösen. Für die Leute, die dort nicht hinfinden, ist in der Videobeschreibung dann auch ein Link stehend. Wenn ihr den Code gefunden habt und nicht wisst, wie man Codes einlöst, steht es auch nochmal in der Videobeschreibung, dass ihr es ausprobieren könnt. Seid nicht traurig, wenn der Code schon eingelöst wurde, weil es wird noch andere Leute geben, die das Video schauen und den Code vielleicht vor euch finden. Aber vielleicht finden sie den Code auch nicht vor euch. Vielleicht verstecke ich den so gut, dass er noch in einer Woche zu finden ist. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie gut ich den Code verstecken werde. Ich drücke mal hier auf Reset und möchte jetzt nochmal einen neuen Versuch starten. Weil das war jetzt wirklich... Ich will jetzt mal eine gute Obby haben. Gute Stages zusammengesetzt. Nicht so viele von den großen Stages, bitte. Danke. Das sind lange Stages. Lange Stages brauchen auch lange. Und dann ist da die hier, die braucht auch mal... wir versuchen es. Wir versuchen es. Los geht's. Hier einfach rüberrennen. So, hier runter, hier rüber. Und jetzt kommt das Gefährliche. Bitte rechts. Nein, Mitte. Hä? Oh Gott. Dann stattdessen die Mitte. Es ist die Mitte. Okay, jetzt muss ich Reset drücken.
und versuch's dann nochmal in der Bestzeit. Ich laufe hier nochmal lang. Und die Wand da wollte mich gerade wegmachen. So, springen wir hier rauf. Gut abgekürzt. Wir wissen, wir müssen jetzt den mittleren Path nehmen. So, machen wir das auch. Up. So, das war gut. So, okay. Das kann vielleicht was werden. Ja, okay, es kann kein Rekord werden. Ich bin jetzt schon bei 23 Sekunden. Aber ich schaffe es auf jeden Fall unter 30 Sekunden. Und zwar 29 Sekunden, 132 Millisekunden. So, ich möchte auf jeden Fall nochmal neu. Ich will eine gute Zeit knacken, Leute. Ich will eine gute Zeit knacken. Deswegen gehe ich hier nochmal rein. Das ist der Weg, den ihr machen müsst. Stellt euch am besten einen Privatserver, weil wenn ihr das Video hier seht, dann werden es mehrere Leute versuchen. Dann sind die Server nicht mehr frei, wie sie es jetzt sind. Und dann müsst ihr einfach immer auf euren Privatserver gehen, wieder verlassen, wieder neu raufgehen. Hier sind schon wieder so lange Stages. Übrigens, wenn ihr das Video seht, werde ich noch ein paar weitere Stages hinzugefügt haben. Und wahrscheinlich werde ich ein paar kürzere Stages auch hinzufügen. Weil es gibt inzwischen ziemlich viele, ziemlich lange Stages. Und ich bin schon wieder durchgefallen. Okay, hier muss ich dann nochmal die Mitte. Ja, es ist der mittlere schon wieder. Und nicht in die Kommentare schreiben, Conny, es ist immer die Mitte. Weißt du vorhin auch? Diese Stage gibt es dreimal. Es kann die Mitte links und rechts sein. So nervig, dass man das nicht weiß. Ich hasse diese Stage. Warum habe ich die nicht aus dem Spiel entfernt? So, gehen wir einfach weiter. 20 Sekunden, das wird wieder keine gute Zeit. Aber es sind auch schon wieder so lange Stages hier. Wir wollen keine langen Stages. Nein, als ob! Ich hätte 28 Sekunden geschafft. Okay, wir versuchen es nochmal. Bitte, gib mir eine kurze Obby. Also, ihr merkt schon, hier geht es nicht so viel darum, der Schnellste bei Obbys zu sein, sondern eher darum, viele mögliche Obbys auszuprobieren. Und dann halt Glück zu haben, wer die beste Kombination bekommt. Und hier muss ich, seht ihr, hier muss ich dann links gehen, verstanden. Dann resette ich mich, gehe nochmal durch. Wupp, wupp, hopp und hopp und hopp und hopp. Und links war's, ne? So, nochmal. Ich mag die Killparts nicht, die setzen mich immer unter Druck. So. Ja, das wird wieder schlecht, weil das hier ist eine schlimme Stage. Die verlangsamt einem nicht richtig und dann schaffe ich es nicht mal. Okay, nochmal neu. Neuer Server, neues Glück. Und Leute, falls ihr schon den Code gefunden habt oder den Code findet, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare, dass ihr den Code gefunden habt, damit andere Leute vielleicht auch schon Bescheid wissen. Okay, der Code ist schon vergeben. Sonst sind manche Leute vielleicht traurig, dass sie die ganze Zeit suchen, den vielleicht finden und dann ist er schon vergeben. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr den Code gefunden habt. Und schreibt bitte auch in die Kommentare, wenn ihr den Code eingelöst habt und er funktioniert hat, damit ich weiß, wer der Gewinner ist. Weil das weiß ich dann wirklich nicht. Obwohl doch. Nee, weiß ich nicht. Ich kriege eine E-Mail, wenn der Code eingelöst wurde, aber ich glaube, da steht nicht von wem. Ich habe den Code nämlich auf den Namen Zuschauer ausgegeben. Und dann steht da einfach nur, Zuschauer hat den Code eingelöst bei mir. So. Ja, das wird wieder eine schlechte Zeit. Na, wenn ich schon eine schlechte Zeit habe, möchte ich euch einmal... Oh, das hier ist die doofe Stage. Ich dachte, das hier wäre die coole. Diese Stage hier gibt es zweimal. Und bei einer der Versionen sind diese Blöcke, jeder zweite Block hier, also oder jeder erste und dritte und fünfte Block hier, die sind nicht fest. Die fallen runter, wenn ihr da raufspringt. Das ist lustig. So, ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen letzten Versuch. Wenn die Stages wieder blöd sind, dann... die Stages sind... Die sehen nicht so gut aus. Aber ich gehe hier nochmal durch. Auf das Ding da übrigens nicht raufspringen. Das ist durchsichtig und damit symbolisiert es uns schon mal, dass man da nicht raufspringen kann. So, ich habe 20 Sekunden gebraucht, um hier hinzukommen. Das ist schlecht. Jetzt kommt wieder so eine Stage, die verlangsamt einen nur unnötig. So, hier kann ich wieder abkürzen. Hopp, 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 hopp. Und nicht mal 30 Sekunden. Setze ich mich nochmal zurück. Huch, ich liege schon wieder auf dem Boden. Was ist das denn? Seitdem ich diesen Skin habe. Keine Sorge, ich werde meinen Skin wieder zurückerinnern. Ich will es nur momentan genießen, dass ich so schön aussehe. Ich bin auch wirklich eine Schönheit. Aber ich würde sagen, ich wünsche euch sehr viel Erfolg bei der Obby hier. Ich wünsche euch auch viel Erfolg, den Code zu finden. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich verlose 2 10€ Roblox-Guthabenkarten und sehr wahrscheinlich dann noch Roblox-Gruppenauszahlungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilen würdet, weil ich werde sehr wahrscheinlich diese 20€ erstmal nicht wiedersehen, weil mein Kanal noch nicht so viele Einnahmen macht. Aber wenn mein Kanal etwas größer wird, kann ich mir in Zukunft auch leisten, mehr Robux zu verschenken. Und dann gibt es bei zukünftigen Verlosungen auch mehr Gewinnchancen für euch. Das war's aber erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!